Hallo Freunde, hallo YouTube. Heute eine ganz kleine Tour von hier in Schwalde nach Guben. Es ist direkt der Tag nach Weihnachten, der 27. Dezember. Und ich habe heute früh, wo ich im Auto dort war, gesehen, dass die Neiße ziemlich Hochwasser hat. Und das wollte ich mir jetzt bei Tageslicht nochmal anschauen. Viel Spaß! So, erste Station, Taubendorf. Ja, es ist Mittwoch nach Weihnachten. Wie viel haben wir im Moment? 13.45 Uhr. Es sind 4 Grad. Aber es ist ganz angenehm in der Sonne. Und ich bin warm genug angezogen. Ah, diese Matsche. Eieiei, da kommt doch Freude auf. Oh. Also wie gesagt, auf dem Weg nach Guben. Eben haben wir Taubendorf passiert. Als nächstes kommen wir nach Großgastrose. Da ist dann schon die Neiße, da kann man dann schon mal gucken, wie es aussieht. Und dann den Neiße-Radweg direkt nach Guben fahren. Thank you.
So, nach 10 Kilometern sind wir in Groß-Gastrose und ich muss sagen, man sieht hier schon ein bisschen, sonst ist das hier eher ein Bach, aber in Guben waren ja diese ganzen Fliese, diese Wiesen links und rechts vom Ufer, die waren ja alle überflutet. Da fahren wir jetzt weiter diese Richtung auf dem Neißedamm, was gleichzeitig ja auch der Radweg ist. Ja, hier sieht es dann gleich schon ein bisschen mehr aus. Wenn man bedenkt, im Sommer gibt es hier Stellen, da kann man fast mit hochgekrempelter Hosen durchlaufen. Wird nur bis zum Knie höchstens nass. Jetzt ist es doch tatsächlich mal ein Fluss, der auch eine ordentliche Strömung hat. Interessant. Thank you.
So, hier vorne ist jetzt leider der Radweg gesperrt, weil er schon überflutet ist. Das heißt, da müssen wir jetzt ein Stück über die Straße fahren. Mal gucken, weiter vorne müsste ja der wieder auf dem Damm sein. Ich denke mal, dass man da wieder drauf kommt. Wir sind jetzt hier in Schlagsdorf und nach der nächsten Kurve fängt Guben an. Ja, hier unten links vom Zaun ist der Radweg. Auf der anderen Seite ist Polen, wer es nicht weiß. Ist ja ein Grenzfluss, ne? Aber ich denke mal, das weiß jeder, der das guckt. So, ab hier können wir wieder auf den Radweg.
Jetzt wirkt die Neiße mal wie ein richtiger Fluss. Sieht ja schon aus hier wie die Oder. Wahnsinn. Ist wieder gesperrt. Ja, eine ordentliche Strömung, die gibt es sonst hier nicht so.
der innerstädtische Grenzübergang nach Polen in Kubin. Drüben ist Kubin, hier ist Kuben. So, wir sind jetzt auf polnischer Seite. Das sind ganz schöne Wassermassen. Sonst ist ja hier ist ja nichts. Ne? Da drüben ist die Bundespolizei und das ist der innerstädtische Grenzübergang für Pkw und Fußgänger, also nicht für Lkw. Hier fließt normalerweise gar kein Wasser, da ist nur, ach Gott, ist meistens ausgetrocknet. Das ist jetzt nur fürs Hochwasser, wird das Wasser hier durchgeleitet.
So, das war mein kleiner Ausflug nach Guben. Mal gucken, vielleicht in 2-3 Tagen, wenn das Wasser noch weiter steigt, komme ich noch mal gucken. Ich muss jetzt wieder zurück. Es ist ja schon, wie viel Uhr haben wir? Es wird ja so früh dunkel hier. Es ist ja schon 3 Uhr. Also in einer Stunde ist ja schon dunkel. Deswegen fahre ich jetzt zurück. Das sind ja auch noch mal 20 Kilometer. Hier kommt übrigens dann diese Umleitung, wo ich vorhin gesagt habe, da fließt eigentlich nichts. Die kommt hier wieder durch und hier fließt es dann wieder zusammen. Interessant wäre auch jetzt mal noch in Ratzdorf, wo dann die Oder und die Neiße zusammenfließen. Aber das ist mir heute zu viel. Das mache ich heute nicht. So, ich freue mich über Likes, Kommentare, Anregungen, Lob, Kritik und so weiter. Ihr wisst, wie es geht, ne? Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.